Hey Leute, live ist live. Beim Rocket bin ich wieder gespannt, was passiert, wenn ich mich direkt mit euch ins Vergnügen stürze. Ich werde vielleicht ein bisschen weniger kommentieren und versuchen, mich ein bisschen mehr zu konzentrieren. Aber in der Summe bin ich gespannt. Ich komme ja häufig gar nicht mehr so viel zum Skat spielen, weil ich so viele Videos mache. Da muss ich ein bisschen darauf achten, dass die Balance noch stimmt. Umso mehr freue ich mich dann hier auf so ein Rocket. So, Karo haben wir natürlich ausgereizt, aber bei 27 ist Feierabend. Und jetzt heißt es natürlich auch erstmal ein bisschen Spähen, Wittern, Duken, wie es so schön heißt. Erstmal hier ein bisschen Witterung aufnehmen. Was habe ich hier eigentlich für Gegner am Tisch? Das ist ja hier bei diesem maskierten Jackpot quasi der halbe Spaß, dass du noch nicht so ganz weißt, was dich erwartet. Gut, erstmal ein Grang. Ich denke hier mit zwei Buben klar. Aus der Fünferlänge erstmal versuchen, eine eigene Farblänge hochzuspielen. Und der Stich gefällt mir natürlich ausgezeichnet. Kreuz König sehe ich jetzt natürlich schon wieder nicht so gerne. Pik 10 rein oder nicht, oder direkt stechen. Das ist jetzt hier die Frage. Ich werde mal direkt stechen. Ist ja auch gut möglich, dass mein Partner noch den letzten Buben hat und dann kann ich jetzt wunderbar hier mit der Farblänge in Karo den Alleinspieler quälen. Dann hat er natürlich gar keine Chance. Abwurf Pik 10. Gut, dann nimmt er den Kreuz vollen raus, zieht auch Herz Ass und 10. Also das bringt uns wahrscheinlich nicht voran, habe ich mir gedacht, oder macht zumindest keine Änderung, bringt keine Verbesserung. So, das dauert jetzt hier aber alles sehr lange. Was plant denn da mein Partner? Erst wirft er Herz ab. Gut, also ich gehe mal darauf, dass das Herz Ass jetzt blank steht und wenn mein Partner noch einen Buben hat, nee, hat er aber nicht, dass er jetzt noch einen Stich macht, macht er aber nicht. Warum hat er denn nicht mal Kreuz 10 irgendwann reingeschmissen? Also das ist natürlich jetzt schon wieder so ein Dingenschen, ne? 68 gewinnt der Alleinspieler. Mein Partner hatte auf Karo diverse Chancen, die Kreuz 10 zu senken, wirft stattdessen Pik Lusche ab und Herz Lusche, wo er gar nicht mehr stechen kann. Wen wollte er damit beeindrucken? Wo wollte er mit diesem Kreuz 10 Stich hin, wenn wir den Sack schon hätten zumachen können? Ja, so geschehen, so gesehen. Also, da habe ich meinen ersten Eindruck, wie meine Gegner hier ticken. Was ist denn da jetzt? Bist doch gut gestartet. Ach, jetzt wollen sie mir hier wieder ans Geld, ans Eingemachte. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, Spieler 3 hat jetzt sein Unverwundbarkeitskostüm angezogen. Der kann jetzt jeden Grang natürlich spielen. Na, sind wieder zwei Buben bei meinem Partner. Was heißt wieder? Eben waren es ja nicht zwei. Dann wirft er erst die blanke Pik Lusche ab. Ne, er hat wohl doch keinen Buben. Irgendwann hätte er ja sonst wohl mal gestochen. Oder jetzt vielleicht? Auch noch nicht. Ich meine, wenn er jetzt noch einmal wartet, jetzt Pik 10 gleich sticht. Und mich dann in Kreuz rüberspielt, na, das wäre natürlich das höchste der Gefühle, aber inzwischen, wie gesagt, glaube ich nicht, dass er noch einen Buben hat. Das ist ja irre. Dann. Also jetzt, warum spielt denn daddelt der Spieler da so merkwürdig rum? Inzwischen glaube ich ja fast doch, dass mein Partner den Buben hat. Nee, kann ja nicht sein. Herz hat er auch nicht mehr. Was hat er denn jetzt noch in der Hand? Eigentlich kann er nur den Buben haben. Mein Partner muss den Buben haben, oder? Sonst hat ihn ja der Alleinspieler. Das ist ja irre. Ja, okay. Also, wir sind live dabei. Ich habe euch versprochen, dass ich das hier sende. Das ist natürlich überraschend, was mein Partner da macht. Spieler 1 scheint doch sehr unbedarft zu sein, etwas neuer auf dem Gebiet des Skates. Ich will ihm das nicht übel nehmen, ich sage nur, das ist natürlich ein Vortrag, den wir in dieser Form hier auch lange nicht gesehen haben und hoffentlich wahrscheinlich auch nicht so schnell wiedersehen. So, mache ich jetzt hier den Grang draus.
mit 14 im Keller, Grang wahrscheinlich so drücken. Ja, und dann geht's gleich los. Dann fallen wir auf Karo die 21. Ich habe nur den Einbuben. Nein, nein. Ich bleibe jetzt trotz alledem bei dem fast ein wenig langweilig anmutenden Kreuzspiel. Der hat eine sehr gute Schneiderchance und dann geht's gegenüber dem Grang wahrscheinlich eben nur um 12 Punkte Unterschied. Da lohnt es sich nicht unbedingt, ein übertriebenes Risiko einzugehen. Bup, bup. Ja, piekse ich gern. Schnapp, schnapp. So, das natürlich nicht. Den sehe ich jetzt natürlich nicht so gern, aber was nützt es? Jetzt Kreuzbube übersticht. Ja, perfekt. Dann haben wir noch eine Chance auf Schneider. Habe jetzt gar nicht übrigens mitgezählt, ehrlich gesagt. Das kommt wieder von dem Geseibel. Vielleicht hätte ich auf Karo 10 sogar besser abgeschmissen. Auf Karo Ass. Nee, war alles Banane. Alles korrekt. 99 abwerfen durfte ich dann doch nicht. So, und nun bin ich wieder raus. Schau mal, ob wir noch weitere von diesen interessanten Spielen hier heute beobachten können. Immerhin, Spieler 1 darf das erste Mal die Rolle des Alleinunterhalters einnehmen. Das seht ihr natürlich auch, wo ich es hier live aufnehme. Manchmal hat es doch auch online so seine kleinen Längen. Wir wissen nicht, was da an den jeweils anderen Tischen vor sich geht oder in den anderen Wohnzimmern. Läuft da nebenbei noch der Fernseher? Wird da Abendbrot gegessen? Winkt die Frau oder der Kerl den Spieler gerade raus in die Küche. All das können wir nicht wissen, aber jetzt haben wir einen Krang. So, gut. Jetzt haben wir eine Entscheidung und ich entscheide mich. Ach, es ist ja hier ein elendigliches Ausspiel. Ach komm, bei 24 hat mein Partner gepasst. Null will er vielleicht gar nicht, wo ich die ganzen Luschen habe. Greifen wir mal ins Kreuz hinein. Das könnte am ehesten noch seine Reizfarbe sein. Oh, Spieler scheint tatsächlich auch ohne allzu viele Buben zu spielen, geht hier über die Dörfer und ja, jetzt irgendwann müsste natürlich mal der Abstich kommen, aber er kommt nicht. Er kommt nicht, alles läuft, damit leicht gewonnen, 5 volle hingezogen. Wäre sehr überraschend, wenn das jetzt noch nicht langt. Es sind ja sogar schon offen gespielte 61, ne? Karo König war dabei und die Dame dazu noch 20 gedrückt, also 81, 7 volle in der Flosse gehabt. Naja, korrekt gespielt. Da ist die Serie gerade mal 4 Spiele alt und ich bin schon wieder hinten an. Bah. Bah. Quack. Da, den biegen wir jetzt um. Ich muss mal wieder was sagen, ich muss mich ein bisschen bewegen. Den biegen wir jetzt um, es sei denn, es ist ein Kreuz und er gewinnt. Aber sonst würde ich sagen, tun wir es. 3, 2, 1, Spieler 1. Pik, Pik, er spielt Pik. Ich habe mir noch gedacht, wenn er Pik spielt, dann wird es schwer. 4 Trumpf haben wir, eine Farbe nicht und der Volltreffer Herz Dame, perfekt. Wenn das die Stechfarbe ist, dann ist natürlich klar, dass er an mein Herz also ohne weiteres nicht rankommt. Aber das ist jetzt auf jeden Fall schon mal interessant, dass der Spieler jetzt schon über die Dörfer geht und das bekommt ihm hier natürlich überhaupt nicht. Abstich durch meinen Partner, der hier wohl der Zweitrümpfer ist. Und natürlich hat er jetzt auch erkannt, dass er Kreuz weiterspielen kann. Gut, Kreuz Ass kann er hoch verhaften. Dann hat er logischerweise noch 3 Karos und 2 kleine Trümpfe, kriegt er jetzt noch einen Stich Karo 10 und danach habe ich jetzt hier Rest.
Herzassschmierung war wahrscheinlich nicht mal der beste Zug. Er hätte direkt Karo König abtragen können und danach dann auf Kreuz Ass die Karo Dame, dann hätte es gar keinen Stich mehr gegeben. Aber das ist hier alles ganz egal. Chancenlos, Mitte 40. Und Schneider hätten wir ihn andersrum auch nicht bekommen. So, was haben wir da? Drei Jungs, jetzt geht's los. Ass dabei. Frisch Gemut. Ne, frisch vom Frei, wie sagt man? Zack. Ja, wir haben früher schon mal besser gefunden, ja, aber es ist ein ziemlich stabiler Sechstrumpfkreuz geworden. Das ist schon mal eine Überraschung, dass hinten direkt das Ass fällt. Dann bleibe ich mal trotzdem ruhig bei Karo Buben, will eigentlich noch am Stich bleiben. Oh, vier Augen. Nee, da müssen wir jetzt mal rauf. Nicht, dass hinten geschnippelt wird. Das ist eingeplant. 35. Ein Trumpfstich noch draußen. Also wenn Karo 10, ach, ist eigentlich egal, welcher Karo jetzt kommt, den stechen wir einmal hoch vor. Sonst wird mir gleich Pik auf dem Rückweg nochmal abgestochen. Sitzen hinten auch wieder zwei Trumpf. Aber wir haben ja gut gezählt, 35 plus 11 und noch eine mögliche Ladung. Herz 10 etwa, das hätte trotzdem nicht gelangt. Deswegen konnten wir es auch so rumspielen. Gab wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten, dieses gute Spiel zu gewinnen. So war eine davon. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen interessanter. Denn das ist natürlich ein Spiel, was ich hier auf jeden Fall ein bisschen testen muss. Den Karo ohne 4 mit Ass 10 dabei, nach 10 zu drücken, 5 Trumpf. Aber es ist logischerweise auch schon deswegen gefährlich, weil ein dunkler Bube liegen könnte und das Spiel für ein Handspiel dann trotzdem noch zu schwach ist. So, das war gar nicht so verkehrt. Ein Ass dabei und kein Buben. Sollte also jetzt wo funktionieren trotzdem 24. Kann natürlich sein, dass mir die Kreuz 10 abhanden kommt, aber um die dann deswegen zu drücken, dafür ist es mir dann doch wieder nicht stark genug. Herz König halten oder nicht? Ist schwer zu sagen. Herz 10 sitzt vielleicht eher hinter mir wegen der Reizung. Eher, man weiß es nicht. Auf Pik fallen vielleicht auch mal 15, dann ist die Dame hoch. Vielleicht fallen aber auch nur 11. Dann ärgere ich mich die Krätze, dass ich die Dame habe. Es ist ein bisschen Spekulation. Mein Bauchgefühl sagt, ich sollte hier mal 14 runterpacken und alles Weitere findet sich gleich. Oh, auf jeden Fall hier schon mal 5 Trumpf dagegen. Aua, aua, aua. Da kann ich jetzt schon gar nicht mehr Trumpf weiterspielen. Bin aber so oder so natürlich gefährdet. 14, 25. Ich Trumpf weiterspiele, kommt natürlich Trumpf 10 drauf und dann Abzug. 25, 36. So. 50. Ja, also wenn jetzt nicht Spieler 3 mit dem Pik Ass was rankommt, dann ist es übel für mich. Aber er kommt mit dem Pik Ass ran, das ist ja perfekt. Und damit werde ich jetzt natürlich, also er hätte sicher geschnippelt, wenn er gekonnt hätte. Damit werde ich jetzt natürlich hier noch den Sack zumachen. Wir können es noch einmal testen. Logisch, er hat jetzt noch die drei Buben. Ja, denn ansonsten wäre natürlich mein Partner irgendwie mit Pik König oder Ass rangekommen, hätte den siebten Kreuz spielen können und wenn ich abtrage, trägt hinten auch ab. Also das ging jetzt gegen die 5 Trumpf tatsächlich nur noch so, blankes Pik Ass. Ja, wenn du diese Chance brauchst, dann musst du, oder du musst erstmal diese Chance trotzdem erkennen und ergreifen oder suchen. Das wäre anders nicht jetzt mehr gegangen. Ja, nach diesem Schock, schockschwere Not, hier nochmal 20 reizen für einen sehr schlechten 0. Nee, ist es nicht. Ich meine, 8, 10, 8 Bube, 8 Dame für den einen oder anderen Spieler mag das schon fast eine Stärke sein, aber ich sehe hier 6 potenzielle Fehlkarten. Was soll ich da finden? Klar, Herz 7, Pik 7 könntet ihr sagen, aber wenn dann mal keine 7 drin liegt, dann hat der 0 sehr viel Magengrummeln. Ruhe ich mich lieber ein bisschen auf den Lorbeeren aus. Wie sieht's aus? Spieler 1, 54. Spieler 3 ist mit 260 natürlich immer noch mein Hauptkonkurrent. Aber ich liege plötzlich vorne.
Zeig dich. Worauf wartest du noch? Wir kriegen dich sowieso. Aha, Herz. Das hört sich allerdings wie eine gute Wahl an. Bin ich dann mir doch nicht mehr so sicher, ob wir den kriegen. Kannst beim Skat übrigens nie sicher sein, bis es soweit ist. So, da haben wir ja schon zwei Farben geklärt, so gut wie. Kreuz hat er nicht, das ist ganz sicher. Und in Karo ist wohl auch die schwache Farbe. Aha, noch ein zweiter Karo wird abgeworfen. Und so wie es ausschaut, sind wohl zwei Kreuz gedrückt. Sonst wäre jetzt wohl erstmal. Nee, Quatsch, erzähle ich natürlich. Das war ja schon, ist der letzte Kreuz gedrückt. Sonst hätte ich vermutet, dass erst nochmal kleiner Kreuz hinterherkommt. So, gut, mit Karo kann ich jetzt natürlich nichts verkehrt machen. Ja, auch das sieht jetzt natürlich ungewöhnlich aus, dass aus Ass, König, Dame abgeworfen wird in den ersten beiden Stichen und es ist nur ein Fünftrümpfer. Gut, ich kann. Ass, König, Lusche war es. Ich kann natürlich trotzdem hier nichts erzwingen. Trumpf steht nämlich ganz glatt, also diesen einen Stich. Ach, Karo 10 ist sogar im Keller. Das ist ja wirklich abenteuerlich hier ein Stück weit. Dann mit 64 gewonnen. Insofern revidiere ich mein vorschnelles Urteil. Es sah schon ungewöhnlich aus. Ich denke auch immer noch, der Spieler wäre wahrscheinlich besser gefahren, wenn er direkt eingestochen hätte und über seine Vollen das Spiel gewonnen hätte. Aber so ging es dann auch, denn er hat die Kreuz 10 stechen dürfen. So, ich muss hier wieder den Kopf frei kriegen fürs aktuelle Spiel, nicht zu sehr dem hinterherhängen und nachgrübeln, was da gelaufen oder nicht gelaufen ist. Jetzt wird es heiß hier. Jetzt wird es interessant. Also Kreuz Hand ist ja klar. Gut, 36 halte, wird er wohl 40 sagen. Ich halte jetzt erstmal 36, das gucken wir uns an. Jetzt wird es also interessant. Sollen wir dieses Spiel durchziehen? Was wird er reizen? Ich habe selbst zwei Siebener. Ich glaube, es ist keine gute Idee. Klar, es kann eine passende Karte drin liegen, aber so wie es aktuell aussieht, habe ich fünf Abgabestiche. Teure noch dazu. Der Grang wird schwer. Ja, wenn wir Glück haben, hat er selbst ein paar Volle und muss einen Grang machen. Und wenn wir Pech haben, hat er Herz ohne 4. Und wir gewinnen keinen Blumentopf. Oder Pik ohne 4. Und bei Pik ohne 4 bin ich mir jetzt schon nicht so sicher, wer hier keinen Blumentopf gewinnt. So. Ich glaube, da bin ich stark genug, um nicht zu riskieren. Ich meine, sitzt er mit Ass Dame da, wäre auch ungewöhnlich. Aber das lasse ich lieber nicht drauf ankommen, dass er hier mit der Dame in den Schnitt kommt. Ich muss hier versuchen, meine Beikarte zu entwickeln. Logisch, Kreuz Bube muss wohl bei meinem Partner sitzen. Das heißt, Trumpfstiche werden wir schon 5 machen. Und wenn Kreuz natürlich sogar die Stechfarbe ist, wenn mein Partner unterm Ass gespielt hat, dann wird es natürlich auch kaum zu gewinnen sein. Dann macht der Alleinspieler ja hier nur einmal einstechen, einen Karo-Stich. Und gut, im besten Fall kann er dann nochmal stechen. Aber dann kann er nur 3 Stiche machen. Nee, er hat aber Kreuz Ass. Und wenn jetzt natürlich nicht sofort der Alte fällt, dann geht das Spiel sofort über Trumpf weiter von mir, so wie jetzt hier zu sehen ist. Denn ja, das ist ja völlig klar. Dann ist es nur ein Viertrümpfer. Dann werde ich hier nicht riskieren, dass es noch einen zusätzlichen Stich für den Alleinspieler gibt, der ihm nicht zusteht. So. Eingestochen. Trumpf, Trumpf, Kreuz, Kreuz, Kreuz. Den letzten Stich Karo Ass kann er dann haben, aber Herz Ass wird er mir wohl auf dem Weg dahin noch überlassen müssen. Damit, wenn ich schon mal so auf den Tischinfo gucke, werde ich mich jetzt ein wenig absetzen. Also, sieht mal wieder gut aus. Kommen auch schon die Vollen. Und jetzt wird noch ein weiteres Ass dazukommen.
Das Spiel hatte zwar drei Seitenasse, aber in Trumpf auch keinen vollen und das gegen die 40er Reizung macht 32 eigene Augen. Und jetzt komme ich wieder. Jetzt will das natürlich wissen, aber ich will es auch noch ein bisschen wissen. Na gut, okay, bei 24 sollst du spielen. Ich kann dich nicht aufhalten, beziehungsweise nur unter Lebensgefahr und das will ich nicht. Ach, hier, Spieler 1. Jetzt ist es sehr interessant. Oh Leute, ich sehe gerade, das ist ja hier ein bisschen duster. Ich hatte extra das eine Licht angemacht. Aber jetzt, es werde Licht, mache ich auch noch mal das zweite an. Derzeit verpassen wir hier auch nichts. Es ist ein wildes Getrommel hier. 48. Ja, Leute, ich habe zwei Asse, eine 10 Karo Bube im Vorhand, habe selber noch ein bisschen mitgereizt und wir haben eine 48 aus Hinterhand, die von Mittelhand gehalten wird. Jetzt bin ich sehr gespannt. Pik, der wird wohl wieder ohne 4 sein. Ja, offensichtlich. Gut, dann schauen wir mal. Aha, 3 Augen Karo gedrückt. Plus 25 macht 28. Allerdings ist er damit jetzt auch schon gegen die drei fehlenden Buben Trumpf kurz. Das heißt, wenn mein Partner jetzt die Buben abzieht, kann ich Kreuz, König, Dame wimmeln, dann Herz, Ass, Übergabe, es kommt Karo. Ja, das war die Idee, aber mein Partner zieht die Trümpfe nicht. Und das ist natürlich Mist, sonst hätte der Alleinspieler nur noch einen Stich gemacht. Jetzt stehe ich hier und weiß natürlich nicht so recht, wie ich es fortsetze, Karo. Ja gut, am sichersten. Ich kann eben Kreuz öffnen. Karo Ass rennt eigentlich nicht weg. Ich kann Kreuz öffnen. Da spiele ich ihn wahrscheinlich ein, wenn mein Partner noch Herz 10 hat. Nee, ich spiele mal Karo so weiter. Ich kann in Kreuz ja immer noch den vollen schützen mit meinem Kreuzbild. Da ist die Pik 10 erstmal eingesackt. Ach ja, gut. Und dann denke ich, dann brauchen wir den Schutz auch gar nicht mehr. Dann brauchen wir eigentlich jetzt hier jedes Auge. Eieiei, was war das denn wieder bitte für ein Spiel? Und dieser Stich, wie gesagt, der ist an sich geschenkt. Kreuz 10 hätte er gar nicht mehr heimkriegen brauchen. Nur noch Kreuz Ass hätte ihm zugestanden. Gut, auch dann wäre er wieder aus dem Schneider gewesen. Okay, Spieler 3 ist raus. Mal gucken, ob er es verstanden hat, denn das dritte Beatspiel, ich weiß gar nicht, kostet denn schon 1 € oder 1,50? Also ab jetzt wird es jedenfalls etwas teurer. Das Schweigen im Walde. Sollte jetzt noch taktische Raffinesse auftauchen. Ich meine, er kann natürlich hier nichts mehr gewinnen, wenn er das Spiel noch macht und es ist wieder ein schlappes Spiel, sage ich mal. Dann gibt er uns nur die Chance auf noch 40 Punkte. Aber er ist spielfreudig. Also eingepasst wird nicht. Und das ist ja zumindest wieder ein Gang, der erstmal gewagt erscheint, zumindest, denn es fehlen schon mal zwei Buben, die fehlen jetzt aber verteilt. So, ja, was sollen wir denn da jetzt reinwimmeln? Irgendwas müssen wir mal wimmeln. Wählen wir mal Karo. Ja, Kreuz Lusche ist natürlich auch wieder großer Sport. Wieder zurückgespielt. Gut, Karo war jetzt vielleicht nicht so glücklich, offenbar. Und Pik war offen. Na, Gott sei Dank, Pik war nicht das Unglück. Dann wäre ich aber jetzt noch hier den. Nee, Bube fehlt ja auch noch. Okay, ihr merkt, ich spreche mich hier um Kopf und Kragen. Der Grang wurde Schneider, also das war wohl mehr als vertretbar, den zu reizen. So, hier kommt nichts mehr. Letztes Spiel. Ich passe. Schaue hier nochmal. Ich habe Vorsprung vor Spieler 1 von 171 Punkten. Also ein 120er darf er machen. Und er hat schon aufgenommen. Das sieht also gut für mich aus. Worauf wartest du denn?
Mein schlanker Freund, ich brauch doch noch 40 Punkte, damit ich über 400 komme. Aha, er lässt mich am Spiel, er lässt mir die Verantwortung. Ja, manchmal willst du sie gar nicht haben. Einen vollen anbieten, wo ich nur noch einen Trumpf habe. Gut, ich habe auch drei volle. Ah, dann Karo Ass wird gestochen, dann wird der Doppelläufer kreuz. Nee, wir versuchen es mal so. Pik König spiele ich auch ungern. Genau, da fällt die Dame wahrscheinlich blank, dann hätte es natürlich auch die Pik 7 getan. Aber gut, dafür habe ich, wenn ich jetzt noch mal mit Trumpf rankomme, mit der Pik 10 auch ein überzeugendes Nachspiel. Komme ich aber nicht. Das ist doch alles sehr verdächtig. Er wird doch nicht aus Kreuzbube, Pikbube, Karobube mit der Trumpflusche gestartet sein. Oder wird er das doch? Also inzwischen traue ich dem alles zu, aber ich meine, wenn es so stark ist, dann gewinnen wir wahrscheinlich sowieso nicht, wenn er dann drei Pik hat. Nee, nee, mein Partner hat schon noch den alten. Gut, gut, gut. Denke ich jetzt mal, dass es ein Sechstrümpfer sein könnte und natürlich mit Pik Ass 9, 8. Also sofort hinterher, Ladung einkassieren. So, und wenn es Huch, Spieler spielt Herz und mein Partner hat gerade gestochen. Das habe ich ja gerade erst gesehen. Jetzt werde ich doch schon wieder verrückt. Wieso hat er denn gestochen? Mit dem höchsten Trumpf, Herz Ass war hoch. Warum hat er denn nicht gewimmelt? Oh. Ja, also. Damit ist die Serie beendet. Die guten Nachrichten, ich habe die Liste gewonnen. Das sind die guten Nachrichten für mich. Es war heute ein bisschen chaotisch, es war ein bisschen wild. Es waren vielleicht nicht die aller Interesse oder nicht die allerbesten Züge überall, aber auch davon lebt ja gerade Online-Skat, dass es ein bisschen wie eine Wundertüte ist. Du weißt nie so richtig vorher, was du bekommst. Hoffe, ihr hattet trotzdem euren Spaß. Vielleicht gerade deswegen. Ich habe mich schon ein bisschen gewundert, aber gut. So ist es nun mal. Damit lebe ich gut. Tisch gewonnen, alles fein. Wünsche euch noch einen schönen Abend und bleibt am Ball mit immer guten Karten.